Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet bist. Heute testen wir die Gia Pizza. Die stellen Tiefkühlpizza her, aber das ist noch so eine Art großer Familienbetrieb. Die formen die Pizza per Hand. Das ist auch ein besonderer Teig mit richtig gutem Mehl und der Teig hatte auch extra lange Zeit. Also die haben eine richtig gute Internetpräsenz, da kann man sich mal überzeugen lassen. Das ist zum Beispiel auch eine Bio-Pizza, die haben wirklich, also an den Zutaten haben sie nicht gespart von der Qualität. Das hat mich auf jeden Fall schon mal überzeugt. Ich habe hier die Bio-Pizza Dinkeltomate Rucola vor mir zu liegen. Das ist ein Hefeteiggebäck aus Dinkelmehl mit Tomatenkäse Rucola. Kalorien pro 100 Gramm 181 Kalorien, geht also auch voll klar für eine Pizza. Und die haben wir abgeholt aus der Holzhauser Straße. Da gibt es nämlich den Werksverkauf. Ich habe mir die Pizza gekauft mit der App Too Good To Go. Und ja, da durften wir uns drei Pizzen aussuchen. Das hier ist eine davon. Ich habe euch eine Nahaufnahme, habt ihr schon am Anfang dieses Videos gesehen. Ich finde persönlich, dass sie sehr, sehr geil aussieht. Ich habe mich versucht, in die Anleitung zu halten. Also 250 Grad hier, Ofen auf Maximum, geheizt und 6 Minuten. Also 5 bis 6 Minuten steht hier drauf. Und ja, die ist jetzt noch nicht angebrannt, aber schon sehr knusprig an den Seiten. Also Angaben waren perfekt. Ich finde, der Salat sieht noch frisch aus. Ich werde hier mal so ein Tomatenstück kosten. Ja, schmeckt wie TK-Tomate. Aufgetaut. Sehr weich und gebacken. Mhm. Rucola. Den finde ich sehr in Ordnung. Der Rucola macht wirklich einen sehr guten Eindruck. Also sind auch relativ große Stücke. Das finde ich ganz gut. Also die Pizzen sind handgeformt und sind dann aber maschinell belegt worden. Und nur mit geilen Zutaten. Also da achten die echt drauf. So, ich schneide mir die mal hier in Stücke. Also die Spitze in der Mitte ist etwas lapprig, das muss ich sagen. Das hier hat keine Konsistenz mehr. Aber wenn man so ein Viertel in der Hand hat, ne, dann sollte man es nicht kleiner schneiden, weil das geht gerade noch so. Pizza schneidet man am besten mit einer Schere, das geht sehr, sehr gut. Ich habe auch einen Pizzaroller und so, hier auch Messer und Gabel. Aber Schere, die geht bei Pizza einfach wirklich am besten, ja. Ich habe schon 2 Minuten abkühlen lassen. Das heißt, wir können das jetzt mal insgesamt kosten. Ich probiere jetzt erstmal die lapprige Spitze. Mmh, sehr viel Geschmack im Mund, sehr würzig. Kräftig salzig, sehr tomatisch. Sehr tomatisch, ja. Und ein bisschen Käse. Käse ist so ein Kinderkäse, ein ganz milder. Mhm. Mega gut. Ich probiere jetzt noch ein ganz Stückchen, so ein Stückchen Rinde, Kante hier, von so einem Knus von der Pizza. Also, man schmeckt das Dinkel gar nicht raus. Die nehmen auch, für manche Pizzen nehmen sie auch Weizen-Vollkornmehl. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Die haben echt eine sehr, sehr nice Auswahl. Mhm. Ja, also, dass er in der Mitte ein bisschen wässrig ist, sagen wir es mal so, wie es ist. Wir haben den billigsten Standardofen hier, den der Vermieter finden konnte. Ich glaube, der kostet 50 Euro, wenn man den neu kauft. Das könnte an meinem Ofen liegen. Mhm. Ja. Also, ich finde wie immer, Käse könnte mehr sein. Ist aber mal ganz auf hohem Niveau. Also, wenn man hier so ein Stückchen hat, wo man auch so ein bisschen Käse sieht noch, dann ist es völlig ausreichend. Ich finde den Tomatengeschmack deutlich besser als bei so einer Standard-K-Classic-Pizza, sage ich jetzt mal. Es ist kräftiger nach Tomate. Ich finde es sehr gut. Es ist auch richtig gut abgewürzt, abgestimmt. Ich habe mich jetzt hier nochmal weiter durchgebissen. Ich habe jetzt nochmal den Zettel hier durchgelesen. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie vegetarisch ist, weil Dinkeltomate, Rucola, klingt alles vegetarisch. Allerdings ist der Grana Padano, hier ist 3,5% Grana Padano drauf und der ist mit Kälberlarv. Also man braucht zum Dicklegen der Milch, wenn man Käse produziert, nimmt man entweder Kälberlarv. Früher haben sie das nur genommen, heute kann man das halt ja auch mikrobiell herstellen. Da ist hier jetzt auch Mozzarella drauf, schauen wir mal, ein bisschen mehr ist 3,5%. Muss ich mal lesen. 11%. Mozzarella ist hier drauf. Der ist aus Mikrobellenlab hergestellt. Der ist also vegetarisch, der Käse.
Der Grana Padano ist in diesem Fall nicht vegetarisch. Und ja, deswegen ist es keine vegetarische Pizza. Mit Olivenöl, die arbeiten hier mit so einem Hefevorteig. Also wirklich sehr, sehr geil. Passierte Tomaten, Mozzarella. Mhm. Ja, also Grana Padano schmeckt man überhaupt nicht raus. Ist ja auch kein Wunder bei 3,5%. Ich finde insgesamt ist es wirklich sehr gut abgestimmt. Also wie jede Pizza ist es wirklich sehr kräftig würzig im Geschmack, aber nicht, nicht nur salzig, sondern das hat schon Geschmack, sage ich mal. Die Tomate kommt auch sehr gut durch. Finde ich eigentlich voll schade, dass man die Pizza nicht als vegetarische Pizza bezeichnen kann, wegen diesem Kälberlab. Macht hier auch Sinn. Ich hätte vielleicht in dem Fall einfach den Parmesan weggelassen oder auf eine Parmesansorte zurückgegriffen, die ja, vegetarisch ist. Da gibt es ja verschiedene kräftige Käsesorten, die aus Mikrobellenlab hergestellt worden sind. Also, wir haben sie jetzt im Wechselkauf geholt. Aber man kann die auch, man findet die normalerweise in fast jedem Supermarkt, die Gia-Pizza. Da sind sie etwas teurer, ist auch klar, ist eine Bio-Pizza, ist handgeformt. Ne? Ich muss sagen, ich muss nicht meckern bei dem Belag. Ich finde, hier ist ausreichend drauf. So, wenn ich persönlich Pizza mache, würde ich noch mehr drauf tun. Aber ich finde es so auch nicht schlecht. Ich finde manchmal, wenn man so Fertigpizza kauft, gerade die ganz günstigen Varianten, da ist sehr, sehr wenig Belag immer drauf. So Verhältnis. Pizzateig-Belag ist da ganz, ganz mies auf jeden Fall. Hier finde ich es okay, finde ich ausreichend. Ich mag das, dass hier so viel Rucola auch drauf ist. Ich finde den Tomatengeschmack sehr, sehr gut. Ja, ich muss die Pizza natürlich am Ende des Tages auch noch bewerten. Von so einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das allergeilste ist, esse ich täglich dreimal und 1 ist frisst nicht mehr mein Hund auf, kriegt die Pizza eine richtig gute 9, weil ich eigentlich, ich habe gar nichts zu meckern, ehrlich gesagt. Also es ist nur noch Steigerung nach oben, ne? Aber ansonsten, ich finde es so gut gemacht, auch wenn ich sie jetzt zu Hause aufgebacken habe. Die ist knusprig außen, okay, die Mitte war etwas lapprig, ja. Aber wir wollen ja auch nicht so einen XXL-Teigboden haben, deswegen ist es in der Mitte sehr, sehr dünn ausgerollt. Das mögen ja auch viele, kann ich also nicht so viel drüber meckern. Wenn man Besteck isst, ist das ja auch eigentlich gar kein Problem. Ja, ist gut belegt, ist sehr würzig, kräftig. Ja, ich würde jetzt, ich würde halt auf eine Käsesorte die 3,5% Parmesan, die würde ich halt austauschen mit einem vegetarischen Käse. Was ich da noch zu sagen kann, die ist nicht so ultra fettig, ne? Wenn man so gekaufte Pizzen hat oder wenn man jetzt bei Domino's mal bestellt, ne? Wir hatten da so im Vergleich jetzt mal so eine 4-Käsesorten-Pizza. Da hat der Pappkarton von der Pizza so extrem geklebt und getrieft vor Fett. Ja, das war wirklich nicht mehr angenehm. Manchmal hat man das so, wenn man unterwegs Pizza kauft oder man so eine ganz fettige Sorte kauft, ein bisschen Tiefkühlregal, dass es so ultra fettig ist. Das ist hier überhaupt nicht so der Fall. Das finde ich sehr, sehr angenehm auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich drüber. Ich freue mich aber auch darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, ciao!